Good morning in the morning. Guten Morgen. Oder Mittag. Ja, oder Nachmittag. Oder Nachmittag. Irgendwas in der Zwischenzeit. Heute geht es um Weltreise und Freundschaften. Mhm. Und warum überleben die oder überleben die nicht? Und hat man dann auf der Weltreise neue Freunde oder wie ist das überhaupt? Wenn ihr da davor Angst habt, dann legen wir jetzt los. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir da zu zweit runterkommen, ohne dass uns aufs Maul haut. Ja. Weil wir ja an unserem kleinen Expeditionsmobil hier vorbei dürfen, was wir gerade am Aufbauen sind. Ja, Weltreise, Freundschaften. Ja, man muss natürlich Freundschaften zuvor haben, dass man sie überhaupt verlieren kann. Ja. Ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Moff seid, also ein Mensch ohne Freunde, dann ist es natürlich für euch deutlich leichter loszugehen, weil ihr habt ja keine Freunde. Ne? Ihr müsst ja auch niemanden zurücklassen. Ihr müsst ja auch niemanden zurücklassen. Das war bei uns der Fall. Ja. Wobei wir natürlich auch das andersrum schon oft hatten. Viele sagen ja auch, also wenn ich einen guten Freund hätte, mit dem ich losziehen könnte, wäre ich auch schon auf dem Weg. Aber alleine ist es halt echt übel, aufzubrechen. Ja. Und das muss man schon sagen. Also wenn ihr einen Kumpel habt, also jemand, mit dem ihr wirklich euch gut versteht, mit dem ihr auch vielleicht vorher schon durch dick und dünn gegangen seid, dann gemeinsam loszuziehen. Also ich würde es nicht so machen wollen, jetzt im Nachhinein betrachtet, dass man sagt, also man geht einfach wirklich ganz alleine los. Nee. Auf Dauer. Ich also auch nicht. Also was man ja schon, also ich finde, das Thema muss man von verschiedenen Seiten beleuchten. Mhm. Die eine Seite ist ja erstmal, okay, wie ziehst du selber los, wie du schon gerade gesagt hast. Und ich finde, wir haben ja jetzt 7 Jahre Weltreise hinter uns. 2 Jahre jetzt als Aussteigerleben in Schweden. Und also insgesamt jetzt 9 Jahre. Mhm. Und man muss schon sagen, wenn man das alleine tut, dann wird es schon echt häufig einsam. Schon, also wirklich. Ja. Und da ist es nicht, dass du sagst, du bist alleine. Weil alleine sein ist kein Problem. Aber einsam zu werden, weil allein bedeutet nur, du bist alleine. Mhm. Aber einsam zu werden bedeutet also sozial zu verarmen. Und das finde ich, das wäre schon häufig eingetreten, weil in Regionen, wo man war, gab es einfach diese Herz-zu-Herz-Kommunikation bei den Menschen, leider nicht mehr. Mhm. Deswegen waren die zwar von lauter Freunden umgeben, beziehungsweise Menschen, waren aber komplett einsam. Ja. Und ich finde, man hat das ja bei so kürzeren Aktionen, die man vorher gemacht hat, auch schon so ein bisschen gemerkt. Also ich weiß es bei mir zum Beispiel von Serbien oder auch von Guatemala. Man hatte schon auch da Freundschaften ja geschlossen, wo man dann war. Aber es war auch oft immer so, dass man viele Bekannte hatte. Also man hat ständig neue Leute kennengelernt, ja. Aber dass man mal wirklich so in die Tiefe mit jemandem gehen konnte, dass da eine Verbindung da war, dass man gesagt hat, wenn ich jetzt mal wirklich auch Probleme oder Sorgen habe oder Ängste oder sowas, kann ich mit dem darüber sprechen. Hm. Das war sehr, sehr wenig, fand ich. Absolut. Und also ich hatte ja auch die verschiedensten Expeditionen in die abgefahrensten Länder. Und da muss man schon sagen, da war es halt oft, auch wenn du eine Expeditionsgruppe geleitet hattest, da hast du dich so einsam gefühlt wie noch nie. Ja. Und das ist schwierig. Ich weiß nicht, wie dir das dabei ging, aber ich hatte dann irgendwann so dieses, wie so eine Art Smalltalk-Müdigkeit. Absolut. Man kommt an einen neuen Platz, trifft neue Leute, die sind super nett. Mhm. Und man versteht sich gut mit denen und man erzählt eine gewisse Geschichte von sich, warum man da ist, wie man, wo man gerade ist und so weiter. Und die erzählen die gleiche Geschichte von sich. Und dann kommt man an einen neuen Ort, trifft neue Leute, erzählt wieder das Gleiche. Das, und so geht das so weiter. Das Thema ist halt, Smalltalk ist verbaler Dünnschiss. Mhm. Und das meine ich auch so, wie ich es gerade sage. Und da könnt ihr jetzt wieder umeinander haten, wie die Ochsen, ist mir Pumpe. Dieses Hin- und Hergelaber ohne Tiefe. Mhm. Ohne eine Herz-zu-Herz-Verbindung zu haben, dass du sagst, es nährt, es stärkt, sondern es füllt einfach nur Zeit. Nur einen Raum, der ein Vakuum von Zeit hat, das gefüllt werden möchte, mit irgendwelchen belanglosen Wörtern.
die einfach dich nicht weiterbringen, den anderen nicht weiterbringen, aber Hauptsache, es kommt keine Langeweile auf. Mhm. Also Smalltalk ist eigentlich eine Unterdrückung von Langeweile, wobei Langeweile das Heilsamste ist, um überhaupt erst Ideen in einen aufsteigen zu lassen, dass man dann wieder seiner Berufung beziehungsweise seinem Herzmagneten wirklich folgen kann. Ja. Das bedeutet, wenn ich diesen luftleeren Raum, also diesen Erschaffungsraum von Langeweile mit Geblubber fülle oder verbalen Dünnschiss, dann passiert halt einfach nichts. Und ich finde, wo ich das erste Mal so lange auf Reisen war, und da waren ja 3 Monate, oder das waren ja 3 Monate, und da war ja nur verbaler Durchfall. Wo du gesagt hast, okay, dir ist langweilig, mir ist langweilig, okay, dann lass uns jetzt diesen Raum mit irgendwelchen dummen Angeber-Geschichten füllen, die eh nicht stimmen. Und dann ist es wenigstens so, dass wir nicht spüren, dass es uns schlecht geht. Genau, weil ja nicht nur Ideen, sondern auch Gefühle ja unterdrückt werden dadurch. Obwohl es hier jetzt gerade so schön ist, fühle ich mich nämlich nicht glücklich. Und deswegen muss ich das irgendwie unterdrücken, dass ich das nicht fühle. Dieses Fühlen aber, dass du gerade nicht glücklich bist, auch wenn du an einem super mega geilen Platz bist, ist halt unglaublich wichtig. Ja. Das bedeutet, es gibt ja erstmal unterschiedliche Freunde bzw. unterschiedliche Leute. Ihr trefft ja auf der Weltreise, trefft ihr andere Personen. Und da gilt es erstmal zu dividieren. Ist es eine Herz-zu-Herz-Verbindung oder ist es eine Unterdrückung von Langeweile? Also was ist es? Oder zum Beispiel eine extreme Unterdrückung von Langeweile, Sexualität. Ja. Ne? Also zu sagen, ich muss mal wieder Druck abbauen. Ja. Ne? Also es gibt jetzt so dieses Frustbumsen sozusagen. Ja, Frustwichsen, Frustbumsen. Also es gibt ja dann so ein sogenanntes Überdruck. Ventil, was man dann auch Sexualität nennt. Da gibt es ja eine heilige Sexualität und eine Frustsexualität. Wenn ich komme bei der Sexualität, dann habe ich ein Hochgefühl durch Endorphine und andere Glückshormone und dann spüre ich zu der Zeit nicht, wie einsam bzw. frustriert ich im Herzen bin. Und das ist halt leider auf, also in unserer Welt die häufigste Sexualität. Ja. Ne? Also nicht dieses, ich will dir etwas schenken, ich möchte mich bedingungslos mit dir verbinden. Das ist halt nicht unbedingt das Häufigste. Ich fürchte auch. Ja, ja, wahrscheinlich. Ne? Und jetzt kommt es natürlich, gehen wir nochmal auf das andere Thema ein. Wir haben uns jetzt als Kumpels gefunden und jetzt gehen wir miteinander auf Weltreise, weil es einfach besser ist, sich gegenseitig zu reflektieren, also einen Seelenspiegel dabei zu haben, um eben wachsen zu können. Ne? Falls da irgendwelche komischen Wassertropfen auf der Linse sind, wir haben Ende April, da ist es ganz normal, dass es hier schneit ohne Ende. Ne? Also wir sind ja in Westernorrland. Gestern 20 Grad, heute -3 und Schnee. Unterm Tag, heute Nacht soll es -12 kriegen. Ja, gucken wir mal. Da müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr heizen. Ich denke auch, wir müssen dann auf einem Container draußen die Heizung wieder ein bisschen höher schalten. Ja, ich werde definitiv heute ein paar Holzscheide reinholen und mir eine gute, gemütliche Muckelbude einheizen. Nee, und wir sind ja losgegangen und dann waren wir ja eigentlich fest davon überzeugt, manche Freundschaften kann das nicht antasten. Das nur stimmt, weil man sich jetzt für ein nomadisches Weltenbummlerleben entschieden hat. Deswegen man kann ja Kontakt halten, man hat ja diese Telefon, Internet-Calls, Instagram und alles, so weiter. Facebook, also FaceTime, WhatsApp, Skype, Zoom-Calls, das funktioniert ja alles. Und da muss man sagen, wenn ich jetzt von meinen Freundschaften rechne, die ich vor der Reise hatte oder angeblich hatte und zu dem, was jetzt übrig geblieben ist, dann kann ich das
an einer Hand abzählen. Ja, das ist sogar bei dir noch relativ kompliziert. Bei mir kann ich einfach sagen, null. Da ist nichts übrig. Bei Scharnier würde ich auch sagen, dass sie bei maximal noch 2 oder 3 Leuten ist. Ja. Und sie ist ja erst seit kurzem da. Sie ist aber erst seit einem Jahr. Und sie ist, sie ist ja eigentlich sesshaft. Sie war ja nie unterwegs. Das stimmt. Ja. Also die Leute können ja von ihr viel mehr haben, weil sie ja permanenten Internetzugang hat. Ja. Ne? Also das ist ja auch nochmal spannend. Und man muss ja auch wirklich sagen, es ist ja nie bei keinem einzigen am Mangel an Kontakt, ja, an Mangel an Verbindungsmöglichkeiten oder also dass man sich jetzt nicht mehr hätte austauschen können oder sowas gescheitert, sondern ja wirklich immer, dass man einfach gesagt hat, ich könnte den Kontakt halten, halt mal kurz fest. Ich gebe euch mal wieder eine Sicht. Ja. So. Wenigstens für ein paar Minuten. Für ein paar Minuten. So, jetzt seht ihr wieder was. Und also daran ist es ja nicht gescheitert. Ja, sondern immer daran, dass man einfach irgendwann gesagt hat, es bringt nichts mehr. Ja, es ist. Da wären wir wieder beim Smalltalk. Man ist einfach beim Geblubber angelangt. Man ist nur noch so, dass man den Kontakt hält, um den Kontakt zu halten. Und das bringt nicht mehr. Also was man ja relativ schnell, finde ich, gemerkt hat irgendwann, das ist, dass man sich auseinander dividiert. Ja. Der eine entwickelt sich in diese Richtung, der andere entwickelt sich in diese Richtung. Mhm. Und das fand ich schon extrem, dass du sagst, okay, es gab ja so alte Themen, wo man gesagt hat, da hat man sich früher auch drüber unterhalten, Scherz beiseite, halt Beziehungen, dann hast du eine neue kennengelernt, wie ist es denn gewesen, warum habt ihr euch denn getrennt, Familie, Kinder, Wetter, Hobbys zum Beispiel, ja, war ja auch sowas. Aber irgendwann hat man ja gemerkt gehabt, wenn ihr aus dem greifbaren Radius weg seid, also wo jemand nicht gegriffen werden kann, dann kann der nicht mehr so viel von dir haben, sondern nur noch verbale Kommunikation. Ja. Und wenn jetzt einer von beiden nicht dazu bereit ist, mit einer Herz-zu-Herz-Kommunikation dabei zu sein, wo er wirklich was davon hat, sondern er sagt halt, du, ich kann einfach meine Gefühle nicht so leicht offerieren beziehungsweise nach außen ausdrücken, dann hat er ja nichts mehr von dir. Ja. Vorher war es, man hat sich zum Grillen getroffen, man war eine Runde biken, man war eine Runde joggen, man ist in ein Café gegangen, man hat ein bisschen, ja, man hat ja halt Zeit, miteinander verbracht. Genau. Und das ist jetzt halt dann eben nicht mehr der Fall. Und was, man muss ja dann schon sagen, also bei dir war es ja extrem. Bei mir, finde ich, kam auch noch ein zweiter Faktor hinzu. Das war ja, du hast jetzt gerade erklärt, also die einen entwickeln sich in die Richtung und die anderen entwickeln sich in die andere Richtung. Ja. Und oft hat man aber Freundschaften, die auch so ein bisschen als wie so eine Art Leidensgenossenschaft sind. Ja. Also die wo man sich Lästerschwestern. Genau, wo man sich häufig eigentlich auch unbemerkt in gewissen Themen festhält. Und wenn sich dann einer entwickeln will, dann geht das nicht. Und das war ja bei mir zum Beispiel auch, dass ich gesagt habe, ich würde mich jetzt gerne weiterentwickeln, aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, oh mein Gott, was denken denn die Leute zu Hause? Ja. Ich kann doch diese Schritte jetzt gerade gar nicht gehen, weil ich fühlte, obwohl ich jetzt da 3000 Kilometer oder mehr entfernt war, immer noch wie unter so einer, ja, wie unter der Pantoffel, wie festgehalten. Ja, absolut. Und wenn ihr das spürt, dann müsst ihr einfach auch diesen Kontakt abbrechen und sagen, nein, ich möchte diese alten Verbindungen lösen, damit ich meinen Weg überhaupt gehen kann. Weil sonst bist du ja auf der einen Seite permanent dabei, dass dich diese Reise, die drängt dich ja in die Entwicklung. Die sagt ja, du bist jetzt unterwegs, die ganzen Pufferzonen, also die ganzen Strategien, die du früher dir angeeignet hast, um dich eben nicht entwickeln zu müssen, weil du gesagt hast, oh, das ist vielleicht schmerzhaft, wenn ich das und das mache, dann sehe ich das nicht und muss mich damit nicht auseinandersetzen. Das fällt ja alles weg. Also die Reise schubst dich immer mehr in die Entwicklung. Ja. Und du krallst dich aber an der Nicht-Entwicklung fest, weil du sagst, oh, ich darf doch aber meine Freundin nicht enttäuschen. Was denken die denn über mich? Was denken die über mich? Ich muss doch diesen Kontakt, ich muss doch der Alte bleiben. Ja. Und das ist wird ganz, ganz häufig dieses, ich muss der Alte bleiben. Apropos der Alte bleiben. Wir machen hier nochmal einen kurzen Cleaner. So. Ihr seht wieder freie Sicht. So, sofort wieder die Wassertropfen. Ja, ja, herrlich. Und gutes Wetter heute.
Aber so ist es halt beim Spaziergang. So ist es, ja. Und das müssen ja nicht unbedingt Freunde, das kann auch Familie. Also bei mir waren es ja wirklich auch die Eltern. Ja, wie viele Leute sind bei dir noch übrig geblieben? Bei mir ist keiner übrig geblieben. Also es gibt noch einen, mit dem ich ganz sporadisch Kontakt hatte, so von früher. Der aber auch selber viel unterwegs ist und auch jemand ist, der sehr an sich arbeitet und auch in Entwicklungsschritte geht und wo man sich hin und wieder mal austauscht. Und ich finde aber so, dass dann von meinen Leuten, die was ja auch noch da sind, ne? Also es sind ja einige, ja. Und wo dann der Kontakt so umgegangen ist, dass ihr ja auch euch damit unterhaltet. Das stimmt, ja. Ne? Also das wenn schon, die jetzt anrufen oder sonstiges, dann sitzt man halt zusammen, geht kurz hin und quatscht noch eine Runde mit. Ja. Und eigentlich hat sich da was anderes draus entwickelt. Das stimmt, ja. Also das ist ja total pervers eigentlich. Also dass man jetzt sagt, so, die besten Freunde, die also jetzt aus meiner Perspektive außerhalb von unserem Dreiergespann hier da sind, sind eigentlich deine Eltern. Ja. dann so der eine oder andere Kumpel von dir noch von früher. Ja. Und dann tatsächlich Leute, und das ist sehr, sehr spannend, die man auf der Reise kennengelernt hat. Ja. Das also, ist weil wir haben krass. Ja einige, es ist tatsächlich, wenn man sagt, wir waren jetzt über 7 Jahre oder 8 Jahre unterwegs und hat da ja jeden Tag neue Menschen kennengelernt. Ja. Und davon sind insgesamt, würde ich sagen, vielleicht 3 geblieben, wo man sagt, man hat noch einen Kontakt. Ja. Und das ist aber eine andere Ebene, ne? Ja. Es gibt halt wirklich so Leute, die übrig bleiben. Ja. Das hört sich jetzt hart an, aber es ist wirklich so. Die halt einfach übrig bleiben und die sind halt einfach anders drauf. Ja. Ne? Und anders drauf meine ich in dem Sinne, wo du sagst, egal wie lange du nichts voneinander gehört hast, der Telefonhörer bzw. die FaceTime oder Skype geht an. Und es ist wie eh und je, wo man sich persönlich getroffen hat, wo man ein Präsenztreffen hatte. Ja. Schönes neues Wort, habe ich durch Corona gelernt. Wurde auch, glaube ich, durch Corona erfunden. Ich glaube auch, ja, ist ja egal. Und diese Wortneologismen erfreuen mich immer wieder. Ja. Wie erfinderisch wir sind für was Negatives. Lass mal ganz kurz tauschen, weil meine Hand friert gerade ein bisschen an. Ja, verstehe ich. Das Wetter ist ja auch nicht ganz so schön. Ne? Ja, was willst du machen? Ne? Mhm. Und da finde ich schon nochmal auch, dass man sagt, da ist ja was entstanden, wo du merkst, Leute, oder es gibt Leute, egal wie lange du dich nicht gehört hast, du schließt exakt an dem Punkt an, wo du das letzte Gespräch beendet hast. Und es geht einfach weiter in der Entwicklung. Mhm. Und das sind einfach Leute, die bleiben auch wirklich ein Leben lang. Ja. Die gehen halt auch einfach nicht weg. Und das, gehen wir gleich darüber. Mhm. Heute ist es wirklich ein bisschen windelig. Ja. Und das finde ich halt eben spannend. Ne? Also und das Schöne dabei ist aber auch, auch wenn man sich dann in andere Richtungen entwickelt hat in der Zeit, dass es für jeden okay ist. Also dass man sagt, man muss nicht den gleichen Weg gehen, aber man hat Kreuzungspunkte und man freut sich immer wieder, was vom anderen Weg mitzubekommen. Auch. Das Ding ist, man teilt einen Weg, auch wenn es nicht meiner ist jetzt zum Beispiel oder auch mit meinem wenig zu tun hat, heißt es nicht, dass ich mich da nicht empathisch einfühlen kann, beziehungsweise da auch jemand bin, der das reflektiert. Also die Reflexionsfähigkeit, die ist ja immer gegeben. Ihr müsst mit jemandem nicht exakt den gleichen Tenor haben, sondern vielmehr einfach nur der Wunsch, da zu sein und hilfreich zu sein. Ja. Und das ist halt in unserer heutigen Welt leider eher weniger der Fall, sondern wir haben den Wunsch, dass jemand, rechts, große Wassertatsche, wir haben ja eher den Wunsch, mit jemandem Zeit totzuschlagen. Mhm. Ja, also irgendwie soll die Zeit mit jemandem anderen schön glücklich sein. Wir sind ein bisschen wie so eine Art Glücksritter geworden. Ja.
wo wir sagen... Glücksbärchis. Wie kann ich mit jemandem so viele Glücksmomente wie möglich erleben, also Ablenkungsmomente, um eben nicht zu spüren, was wirklich meine Seele benötigt, beziehungsweise welche Knoten in meiner Seele gelöst werden sollten. Ja. Und das ist halt, das führt halt natürlich dann auch zu Brüchen. Mhm. Weil wenn du jetzt so ein Seelenknotenlöser bist, und wahrscheinlich wird es auch so sein, wenn du dich auf eine Weltreise begibst, denn Reisen verändern das Bewusstsein. Aha. Weil du bist mit Mutter Erde bzw. mit der Natur viel direkter verbunden, beziehungsweise du musst dich ganz anders mit ihr auseinandersetzen. Und dann ist es ein Automatismus. Du kannst ihn zwar unterbinden, dann kommt halt der Emotionstrainer in Form von Schmerz, Leid, Frust oder Ähnlichem und sagt so, ja, kannst du schon machen. Aber dann wird halt der Widerstand größer. Ich ziehe dich schon in die richtige Richtung. Und dann hörst du entweder auf mit deiner Reise oder du machst weiter und wirst halt einen Seelenknotenlöser. Genau. Ja. Und das finde ich, das ist halt, und das führt halt dazu, dass sich diese Freundschaften bzw. diese Ebenen halt verändern. Du wirst aber auch offener. Ich finde, am Anfang hatten wir ein ganz anderes Bewusstsein bzw. eine Idee davon, was eine Freundschaft ist. Absolut, ja. Und es hat sich ja jetzt verändert. Ja. Also, wir... Das ist ja ein lustiges Kfz. Ja. 6 km/h. Die Philippinchen. Das ist ja schön. Sowas brauchen wir auch noch. Ja, damit unseren Dings ziehen. So ja, unseren Truck. Ja, das wird wohl schwierig werden. Aber das Lustigste, als Begleitfahrzeug mit 6 km/h, dann kann ich hinterher fahren. Das stimmt. Weil ich will ja keinen anderen Führerschein machen. Das ist schon lustig. Nee, also ich finde auch jetzt nochmal auf der Reise selber, wenn man dann sagt, da kommt ja irgendwann so dieser Gedanke auf, gibt es einen Weltreisepartnerin oder Partner, also mit dem man auch so verbunden ist. Und das finde ich, das ist super schwierig. Ja, das stimmt. Das ist super schwierig, weil, weil wenn du auf dem Weg bist, bist du ja schon anders. Mhm. Du hast ja dann für die anderen Leute, die zu Hause sind, sowas Ähnliches wie Alienitis. Ja. Also für die fühlt sich das ja so an, als wärst du ein Alien. Und andersrum fühlst du dich ja auch selber so. Also ich weiß noch, damit, da war ich ja noch nicht auf der Reise, aber es war ja ein paar Mal so, da hatte man ja trotzdem schon viel gemacht mit verschiedenen Projekten, mit kürzeren Reisen, mit der ganzen Survival-Geschichte und so. Ja. Das hat einen ja auch schon komplett verändert. Ja, absolut. Und wenn man dann wieder so nach Hause zurückgekommen ist. Ich bin mal für einen Monat in Kanada oder Alaska in der Wildnis und komme dann wieder zurück und sage, ach, das hat mich gar nicht verändert. Ja, ja, klar. Dann war es wahrscheinlich irgendwie ein YouTube-Format selbst oder selbst wenn du sagst, man war Fernsehen. Damals in... jetzt gar nicht mal so weit. Wir waren ja teilweise in Europa in Bereichen unterwegs und es war ja trotzdem schon so, dass du gesagt hast, oh, okay. Das hat mal das die hat Psyche was, verändert. Deutlich was gemacht. Und dann wieder nach Hause zu kommen, sich mit den alten Freunden zu treffen und zu merken, ja, irgendwie gehöre ich hier nicht mehr her. Also ich passe einfach nicht mehr da rein. In dieses System. In das System. Und es ist schön, die Leute zu sehen und wie gut die sich immer noch verstehen und dass es eigentlich so ist wie früher. Aber es hat mit mir gerade nichts mehr zu tun. Es ist schön zu sehen, dass die Leute das noch so miteinander teilen können. Ja. Und man ist da auch nicht neidisch drauf. Aber es ist halt, wo man sagt, okay, ich passe da nicht mehr hin. Ich passe da nicht mehr hin. Also es liegt ja an mir, nicht ja, an ja. Ihnen. Die haben sich ja gar nicht verändert. Ja, ja, genau. Du bist ja komisch geworden. Das Lustige ist ja, dass du sagst, du kannst sie nach 10 Jahren besuchen. Oder jetzt in unserem Fall nach 7 Jahren, wo wir sie besucht hatten. Und es war ja exakt so, als wärst du gerade aus der Tür gegangen. Ja. Da war ja nichts, was sich verändert hatte. Das kannst du jetzt natürlich auf 2 verschiedene Arten und Weisen deuten. Mhm. Auf der einen Seite ist, dass du dich in eine sehr, sehr, sehr abstrakte Richtung entwickelt hast, dass du praktisch ein Vollhonk geworden bist. Oder dass halt auf der anderen Seite das stressvolle Leben im Hamsterrad
wo du dem G, also dem Gott hinterherläufst, also Geld, und du immer schneller und noch schneller laufen musst, dass du dann in dem Augenblick, dass du gar keine Zeit für Entwicklung hast. Ja. Und einer von deinen alten Kumpels hat das damals ja so lustig formuliert. So lustig formuliert, wo er dann, also wo wir nach 7 Jahren das erste Mal wieder ihn getroffen haben. Und er meinte, oh Heiko, ist ja cool, dass du mal wieder da bist. Wann gehen wir das nächste Mal feiern? Und du denkst dir, hast du eigentlich gemerkt, dass ich 7 Jahre weg war? Nein, hatte er nicht. Hatte er nicht. Nein, hatte das er war nicht. Ihm wirklich nicht bewusst. Er war einfach nur glücklich, dass ich wieder da war. Und oh Gott, das war so langweilig, wo du nicht da warst. Mhm. Da war überhaupt diese Verbindung nicht mehr. Und ich dachte mir, hey Alter, hast du mitgekriegt, dass ich nicht mehr der Typ bin? Aber ist egal. Aber ich tue dir trotzdem den Gefallen und ich gehe einmal mit dir weg, weil ich gerade ein paar Stunden übrig habe. Und es war ja auch cool. Es war auch cool, ja. Es war ja auch cool. Klar hat es einen halt anders bewegt jetzt, als es halt ein früher. Aber es war so schön zu sehen, dass der Mensch glücklich war. Mhm. Ja, also es ging nicht darum, ob es dein Ding war, sondern es war einfach der Lächeln. Ja. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Absolut. Der Typ Lächeln. Und das, finde ich, war ja da ziemlich ähnlich jetzt plötzlich mit den Leuten, auch wie mit den Leuten, die man unter der Reise getroffen hat. Es war ja nicht so, dass man, weil man jetzt unterwegs war, nur oberflächliche Kontakte hatte. Die gab es viel. Die gab es viel. Aber es gab ja genauso viel auch, und das hängt natürlich auch von euch ab. Also wenn ihr jetzt offene Menschen seid und lasst auch einen intensiven Kontakt zu. Wir haben ja teilweise Menschen für 3 Stunden gesehen und so intensive Gespräche geführt, wo sie hinterher gesagt haben, krass, das habe ich mir jetzt in 7 Jahren Psychiatrie nicht getraut, meinem Psychiater zu, nicht Psychiatrie, sondern Psychologen oder psychologischer Therapie. Psychologischen Behandlung, ja. Nicht getraut, meinem Psychologen oder meinem Psychiater zu erzählen. Mir friert gerade die Fresse ab. Ja, kurze auch. Zwischenmeldung. Was ist das denn bitte für ein Wetter heute? Ja, die nächsten 10 Tage soll es permanent in der Nacht bei minus 13 bis 15 Grad sein. Und Schneeregen und solche Sachen. Ich denke, wir machen immer noch den Innenausbau erstmal. Ich denke auch. Ja. Alter Falter. Ja. Nee, zusammenfassend, finde ich, kann man noch mal sagen, es gibt ja diese Angst vor der Weltreise, was ist dann mit meinen Freunden? Mhm. Und den Zahn kann ich euch schon mal ziehen, ja, finde ich. Dieses Gespür, was ihr da habt, dieses tiefe, unbegründete Gefühl, da könnten viele Freundschaften kollabieren oder kaputt gehen. Das ist richtig. Mhm. Das ist nicht, wenn ihr nur 3 Monate weg seid. Das ist auch nicht, wenn ihr nur 6 Monate weg seid. Ja. Aber es gibt so eine magische Grenze von einem Jahr. Mhm. Wenn ihr ein Jahr unterwegs seid, vor allem wenn ihr 2 Jahre unterwegs seid, ja, dann habt ihr euch um 180 Grad gedreht. Nicht wie die Annalena Baerbock sagt, um 360 Grad. Ne, weil dann wärt ihr wieder von vorne, ne? Ist klar. Das hat jeder verstanden in komplett Deutschland, außer Annalena Baerbock. Aber egal. Das kann ja mal vorkommen. Ja, wir machen ja auch permanent Fehler. Und von daher gesehen, ich finde es ja ganz lustig, dass wir die freudschen Versprecher ja auch immer wieder mit einbauen. Aber Humor muss sein, das hilft nichts. Das ist wichtig in unserem Leben. Und das finde ich, das ist schon, wenn über eine gewisse Grenze hinübergegangen wird, dann ist es ja so, dass es halt echt Rambazamba gibt. Und man muss natürlich auch sagen, die Zeit, die ihr unterwegs seid, macht gar nicht so viel aus, wie wirklich die Art und Weise und vor allem natürlich auch die eure Intensität, Entwicklung. Die Intensität, ja. Wenn ihr zum Beispiel zu Fuß um die Welt geht oder mit dem Fahrrad um die Welt fahrt, ja, dann ist eine immense Veränderung da. Ja. Wenn ihr jetzt nur mit dem Backpack unterwegs seid und ihr geht von Hostel zu Hostel, dann verändert ihr euch natürlich nicht so immens. Bei mir war es jetzt zum Beispiel so, ich war ja ein halbes Jahr, war ich ja damals in Guatemala, habe da in einem Projekt gearbeitet und so weiter, und da war ja nichts. Da hat man den Kontakt zu den Freunden gehalten. Da hatte ich ja sogar noch die Beziehung in der Zeit. Das hat ja auch gehalten. Das hat ja nicht viel verändert. Ja. Und wo wir zu Fuß unterwegs waren, war es ja auch exakt nach einem halben Jahr, wo man gesagt hat, es geht nicht mehr. Ich muss das abbrechen. Ja, absolut. Also, ne, es sind ja, die Zeitspanne war gleich, aber das, was in der Zeit passiert ist, war ja was vollkommen anderes. Ist komplett anders. Hey, hey. Hey, hey. Das Thema ist halt, wenn ihr intensiv unterwegs seid, also wirklich euch auf einer Reise befindet und nicht auf einem Hopping-Festival, also von Unterkunft zu Unterkunft oder von
Besäufnis zu Besäufnis, ja, dann verändert ihr euch halt. Ich meine, klar, wenn ihr jetzt macht Fuck Around the World oder besauft dich um die Erde, ja, dann ist es nicht so, dass ihr euch verändert, weil ihr kommt ja dann zurück und die alten Kollegen von euch sind ja auch noch in dem Mut und sagen so, Malle ist nur einmal im Jahr, ne? Dann ist es ja kein Problem. Ne? Aber wenn ihr jetzt da rausgeht und euch nur durch die Natur bewegt und die Natur euch dann bewegt, dann wird es halt schwieriger. Mhm. Die Frage ist halt, wie ihr unterwegs seid. Und wenn ihr auf dem naturellen Weg unterwegs seid, dann ist es halt leider so, dass viele Freundschaften zu Bruch gehen, es aber auch nicht wild für euch dann mehr ist, genau, weil ihr ja wisst, dass die wahren Freundschaften, das, was wir euch vorher erzählt hatten, mit egal wann ihr anruft, ihr knüpft wieder genau da an, wo an sich auch alles war, dass das dann eben auch der Fall ist, was natürlich bombengenial ist und ihr dadurch halt eben die Freundschaft ein bisschen aussortiert, würde ich sagen. Ja, also das Thema ist ja nicht, dass man eigentlich Freundschaften jetzt wirklich verliert, sondern man verliert ja eigentlich eher Kontakt, wo es nicht so wirklich Freundschaften waren, oder? Also keine tiefen Freundschaften, sondern eher oberflächliche Freundschaften, ja, die auf gemeinschaftliche Interessen beruhten, aber nicht auf einer tiefen Seelenverbindung. Ja. Also ihr verliert keine tiefen Seelenverbindungen, sondern einfach Leute, mit denen ihr gerne Zeit verbracht habt. Mhm. Und es werden aber wieder neue Leute kommen, mit denen ihr genauso gerne Zeit verbringt. Also von daher gesehen ist es kein Problem. Tragisch. Und ihr könnt euer Leben, das finde ich ist auch nochmal wichtig zu sagen, nicht danach ausrichten, dass ihr sagt, oh Gott, dann verliere ich vielleicht ein paar meine Freunde. Meine Familie oder meine Freundschaft. Oder dann macht ihr euch unglücklich und ihr bringt ja dann auch für die nichts. Also dann ist es ja besser, ihr macht euer Ding. Und die werden ja auch wieder neue Freunde finden. Also das ist ja auch, dass man sagt so, ja, dann oh, die gehen ja drauf ohne mich. Ja, ja, genau. Das wird nicht passieren. Die wissen ja gar nicht, was sie tun. Nee, das wird nicht passieren. Die haben nächste Woche haben sie jemanden neuen und dann passt der Lack. Also in dem Sinne entscheidet euch immer für euer Herz. Also da, wo euch der Herzmagnet hinzieht, da geht ihr auch hin. Weil es ist halt einfach mal, ihr könnt es eine gewisse Zeit unterdrücken. Mhm. Aber wenn ihr euer Sein unterdrückt, dann werdet ihr irgendwann krank. Und das lohnt sich auf gar keinen Fall. Und ich finde auch noch ein anderes Phänomen spannend, das war ja gerade auch bei deinen Leuten jetzt zum Teil, wo man gemerkt hat, da war ein oberflächlicher Kontakt. Das war einfach ein Bekannter, mit dem hatte man gar nicht so viel zu tun. Aber dadurch, dass man jetzt selber seinem Herzen gefolgt ist und der das auch gerade gemacht hat, hat sich plötzlich auch eine tiefe Verbindung dann ja entwickelt, die vorher oder die anders ja auch nie entstanden wäre. Oder dass Leute zum Beispiel gesagt haben, okay, jetzt möchte ich aber wirklich davon lernen oder noch mehr davon wahrnehmen. Und das hat natürlich zu mehr Freundschaften geführt. Mhm. Es werden weniger Freundschaften, aber dafür intensivere Freundschaften, die deutlich mehr Wert in sich drinnen tragen. Mhm. Genau. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, lasst euch von diesem Gedanken nicht irritieren, ich könnte meine Freunde verlieren, sondern geht einfach mit diesem Gedanken in Verbindung und sagt, es wird passieren und kann ich damit leben oder nicht und dann trefft die richtige Entscheidung und brecht einfach auf. Mhm. In diesem Sinne, viel Spaß, viel Freude, ein fröhliches Schneehelau aus Westernorrland, zurück ans Studio. Ciao! Ciao!